Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf, wir spielen mal wieder Hearthstone und zwar geht's weiter in der Arena, oder? Hat jemand vorher nachgeguckt? Spiel ich immer noch Arena? Ah ja, alles gut, nee, hat sich erledigt, geh weg. So, 2-0. Mit diesem komischen Paladin, ich erinnere mich gar nicht mehr, wie der geht oder was der kann. Denn es ist bei mir eine Weile her, dass ich den gespielt habe. Manchmal zwischendurch bin ich ein bisschen traurig, dann setze ich mich in die Ecke und weine ein bisschen. Weil ich privat manchmal so ein bisschen Arena zocken möchte. Und wenn dann schon eine angefangen ist in der Aufnahmesession, die ich nicht zu Ende gebracht habe, weil ich irgendwie schlafen gehen musste wegen Arbeit oder so, dann bin ich sehr traurig. Weil manchmal möchte man eine Arena-Runde auch einfach nur für sich spielen. Das ist, ich weiß, viele von euch kennen das nicht oder nicht so richtig. Oder so. egal. Komm. Arena-Runde for the win. Wir packen mal die Eule weg. Die würde ich gerne mal in meinen normalen Paladin-Gedöns-Quatsch mit reinnehmen. Heißt das Deck? Ja. So, Unstable Ghoul, wollen wir den behalten? Wirklich? Warum nicht? Kann man am Anfang machen, ne? Gerade am Anfang kann man das machen. Blöd nur, wenn er eine Klerikerin spielt. Heilen können wir uns auch, aber das können wir auch später machen. Dann lass uns nochmal die beiden behalten und gucken, wenn er keine Klerikerin spielt, ob wir nicht vielleicht einen Unstable Ghoul raushauen. Das wollen wir nochmal sehen. Ach so, hä? Ach so, wieso dachte ich jetzt, dass es ein Priester ist? Ich dachte irgendwie, das ist ein Priester, unser Gegner da. Komisch. Ach, guck mal, hier ist die Kombo. Wild Pyromancer und Equality. Können wir aber später machen. So, Digga. Das ist jetzt natürlich ein ganz guter Counter gegen deinen komischen 2-1er Morgen da. Infiltrator of Death des Todes. Ja, greifst du an? Machst du ihn fertig mit deiner Heldenkraft? Oh, hat einen eigenen Unstable Ghoul. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Greifen wir den überhaupt an, ist die Frage. Greifen wir den überhaupt an? Dann hat er, warte mal, dann hat er 2 und dann hat er nur noch ein Leben. Ich greife mal nicht an. Und guck, was passiert. Ist das jetzt dumm? Ich kann auch nicht so gut nachdenken gerade. Aber es ist ja nicht so, als wenn ich das überhaupt irgendwann mal könnte. Insofern. Okay, er greift jetzt an. Verlieren einmal Leben. Hm. Ja, gut. das ist gut gelaufen. Wir spielen gleich hier mal so ein Twilight Drake. Im Moment mein Plan. Der stirbt jetzt eh, aber lieber spielen als nicht spielen, ne? Wenn er jetzt die Heldenkraft darauf haut, dann muss er halt 2 Mana schon mal dafür ausgeben. Das ist an sich eine gute Sache. So, er hat aber Board und so. Das ist, im Moment ist das ein Problem. Ich würde jetzt trotzdem einfach mal den Twilight Drake spielen. Mal gucken. Ob er den silenced, ob er da einen Fireball draufhaut. Da gibt es mehrere Mittel und Wege. Oh, Arcane Missiles. Kann man auch machen, ne? Wie viel hat er noch? 5? Was machen wir jetzt? Zack. Ja. Ah ja. Ah ja, gut. Na, guck mal. Jetzt hat der Twilight Drake da ordentlich aufgeräumt. Und sogar noch die Arcane Missiles da rausgeholt aus dem. Rausgekitzelt. Schade, dass der Kodo nicht irgendwas kaputt macht, was 3-Attacke hat. Aber das wäre ja auch ein bisschen OP, ne? Das wäre auch ein bisschen OP. Was machen wir da jetzt? Nicht so viel. Ich würde sagen, nicht so viel, Leute. Ich überlege kurz. Argent Protector. Nicht wirklich. Ich hab nicht so richtig Bock auf den Argent Protector im Moment. Ich meine, was soll ich da jetzt die Spinnen mitschützen? Das ist doch albern. Nee. Wir gehen das mal jetzt ganz, ganz vorsichtig an. Mal gucken, was er damit jetzt macht. Ich meine, jetzt ein Blizzard spielen oder ein Flamestrike wäre ja äußerster Humbug. Das Ding hier restored Health an meinem Helden. Das finden wir ganz gut. Und das ist jetzt natürlich... Ist das etwas, wo wir schon den Wild Pyromancer Equality
Combo-Gedöns spielen wollen. Wäre das etwas, wo ihr sagen würdet, ja? Weil ich bin mir noch nicht so sicher. Ich meine, wir hätten ein Board, ne? Und wir haben viel mehr Karten. Und wenn wir das Board erstmal los sind, können wir Sachen machen. Unser Ding überlebt. Ne, überlebt nicht. Aber da kommen halt 2-1-1er Spinnen, ne? Ne? Na, warte mal. Andererseits, wenn wir das Ding jetzt da reinhauen, Kolo spielen, ist das Ding auch kaputt. Ist nur noch der 3-6er über. Oh, ist vielleicht noch ein bisschen besser, ne? Komm. Gehen wir das Ding langsam an. Dann soll er jetzt noch mehr Sachen spielen, die wir dann mit der Equality-Combo weghauen können. Oh, ich finde das eigentlich ganz gut. Ich finde das so ganz gut geregelt. So ein bisschen, weißt du, so ein bisschen calm down, ja? Beruhig dich. Guck erstmal. Guck erstmal, was er für Sachen zu machen hat. Oh. Frostelemente. Guck. Das ist ein 5-5er. Den können wir jetzt töten, wenn wir das wollen. Moment mal, aber dann räumen wir auch unser komplettes Board ab. Das möchten wir eigentlich nicht. Eigentlich möchten wir das nicht. So, dann lass mich mal überlegen. Da ist jetzt viel Shit auf dem Board. Wenn wir sie spielen, wird der da wahrscheinlich das Water-Element reinhauen und halt seine Heldenkraft. Und dann überlebt das Elemental sogar noch. Ja, der wäre schade um den Kolo, ne? So gut war das jetzt nämlich gar nicht. Es wäre sehr schade um den Kolo, wenn wir jetzt die Combo machen. Quality change the health of all minions. Und das geht auf alle Minions. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Wir könnten den Kolo schützen mit dem Schild. Der hier würde aber dafür draufgehen. Finde ich uncool. Des Todes so ein bisschen. Wir können... Ah, die beiden können wir auch nicht zusammen spielen. Es ist einfach alles schwierig. Es ist einfach alles sehr schwierig. Ich würde uns mal heilen und dann gucken wir mal, was passiert. Zumindest wäre er so ein bisschen gezwungen, Sachen zu machen. Den einen hätte ich jetzt mal da reinhauen können. Ah, es ist alles nicht so leicht. Haben wir eigentlich eine Consecration? Haben wir in diesem Deck eine Consecration? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Der hat ein bisschen Kartenglück, ne? Aber jetzt fällt es mir halt überhaupt nicht mehr schwer, die Equality Pyromancer Combo zu spielen. Die kommt sogar jetzt ultra gelegen. Also erst im Pyromancer. Ich hab gerade noch überlegt. So, bevor wir das jetzt machen, gehen wir damit noch ins Gesicht. Bams. Erst im Pyromancer, ne? Ja. Und dann Equality. Swing! Tschüss! sollen wir Karten ziehen? Ich weiß nicht, ob das was wird. Lass uns doch mal ein bisschen Mana-effizient spielen. Jetzt in Runde 8. Nein, es ist alles im Raum, wie ich finde. Ist alles im Raum. Was kommt jetzt? Ironforge Rifleman und irgendein AOE? Nein. Okay. Ja, ganz. Ja, gute Idee. Gut gespielt. War ganz gut gespielt. Gut, jetzt kann ich natürlich hier. Kann ich natürlich Sachen machen. Es ist die Frage: entweder wir buffen den hier, hauen den da rein, spielen vorher eine Kultmeisterin, damit wir eine Karte ziehen. Oder wir geben ihm Schild, aber Schild auf der 1-1. No fucking way. Wir könnten sogar beides machen, aber das möchten wir nicht. Wir möchten noch eine Karte ziehen. So, mein Freund. Im Moment sind wir im Vorteil. Ja, das zählt auch, wenn wir fast 10 Leben weniger haben. Ich meine, gut, er könnte jetzt einen Pyroblast spielen. Dann wären wir auf 9 Leben. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gleich noch einen auf der Hand hat? Da kommt der Stormwind Champion. Oh, shit, ein Secret. Das ist natürlich ärgerlich, weil... Jetzt was Großes spielen ist doof, aber wir testen das einfach mal. So nämlich. Ist es Mirror Entity? Nope. Oder? Nee, kann jetzt nicht mehr getriggert werden. Das heißt für mich, ich spiele jetzt noch einen Fan Creeper. Und, hm.
Ist das ein Duplicate, was er da gespielt hat? Ich weiß nicht, was das ist. Wir testen mal, ob es ein Vaporize ist. Das ist ein Ice Barrier, ist okay. Das ist für mich total in Ordnung. Ich würde jetzt tatsächlich den 6-6er einfach mal so stehen lassen. Darauf hoffen, dass er hier irgendwie reingehen muss. Dann hätte er noch 3 Leben, dann können wir ihm mal so Sachen machen. Frage ist, Arch und Protector, yo or nay? Wir haben viele Karten. Wir haben viele Karten. Wir könnten noch mehr haben, wenn wir jetzt den... Komm. Falls der Bock hat auf dem AOE. Und hier können wir schon mal anfangen aufzuräumen. Ich hätte, guck mal, schlauer wäre gewesen. Das hätte ich machen sollen. Argent Protector, Schild auf die 3-2erin und die beiden in den 6-6er Rahmen. Das wäre schlau gewesen. Guck mal, jetzt haben wir nämlich die Kacke am Dampfen hier. Der hat dann zwar nur noch 3 Leben. Oh, jetzt kommt ein AOE. Nee, geht gar nicht. Geht gar nicht. Aber er will, nächste Runde will er einmachen, ne? Oh, oh. Komm, wir machen das gleich trotzdem. Wir können ja mit dem Brewmaster, können wir den Protector ja wieder reinholen. Blöd nur, dass er dann immer noch den Azure Drake hat. Den müssen wir eigentlich auch loswerden. Kacke. Ja, shit. Ich hätte das eben machen sollen. Ist okay. Ist immer noch alles im Rahmen, einigermaßen. So, er hat einen AOE, davon gehe ich aus. Deswegen hat er jetzt nicht angegriffen. Ah, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, wir machen trotzdem das, was ich gesagt habe, ne? Geht das überhaupt platzmäßig? Warte mal, jetzt kommt noch einer aufs Board. Das heißt, wenn ich einen Brewmaster jetzt spiele und den wieder reinhole, dann können wir noch einen Protector spielen. Shit. Okay, aber wir könnten hier irgendwas von aufopfern. Wir könnten irgendwie zum Beispiel gucken. Wir könnten irgendwie zum Beispiel gucken, dass... Guck mal, wir könnten den... Nee. Machen wir jetzt. Was machen wir jetzt? Ich ziehe jetzt einfach eine Karte. Dann ziehen wir halt nur eine Karte aus dem Vogel hier. Was ist schlauer? Warte mal, wenn wir sowas machen. Ziehen wir eine Karte. Der ist tot. Okay, wir ziehen ja noch eine Karte. Okay, dann machen wir sowas. Ach, siehst du, jetzt habe ich gerade ein Blessing of Kings gezogen, ne? Dann machen wir das jetzt. Ah, shit! So. Fuck. Oh, das war nicht so schlau. Ist egal, dann hauen wir den jetzt. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie? Was? Ich hab doch... Oh. Okay. Das ist eine Folge für Eve mal wieder. Ich mag's gerne, wenn du failst. Ich bin so schadenfroh. Da ist der AOE, von dem ich gesprochen habe. Und ich habe nicht um den herumgespielt, weil ich so abgelenkt war. Weil meine Kapazitäten in meinem Gehirn einfach nicht ausgereicht haben dafür, um hier Shit zu machen. Das ist doch echt ärgerlich. Kommt jetzt gleich der nächste AOE? Das wissen wir nicht. Das können wir nicht mit Sicherheit sagen. Wir spielen schon mal den Mad Scientist, damit der uns im Zweifelsfall einfach mal eben hier auf die Schnelle ein sehr, sehr... brauchbares Geheimnis auf die Hand zaubert. Und was machen wir noch? Der würde wirklich ein AOE überleben, wenn er ihn nicht vorher noch mit der Heldenkraft angreift. Deswegen machen wir das noch. Und den spielen wir auch noch. Den kann man ja immer eigentlich mehr oder weniger, kann man den meistens ja irgendwie noch opfern oder so, ne? Falls er irgendwie zu viel Platz wegnimmt. Das nenne ich übrigens Board. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, der Brewmaster geht baden. Den habe ich auch so völlig useless gespielt. Das war so bescheuert, den jetzt noch rauszuhauen am Ende. Ah, ich ärgere mich ein bisschen. Bisschen sehr. So, warte mal. Denke ich plus 2, ne? Sehr gut. Wir können uns sogar heilen, wenn wir das möchten. So, erstmal das hier. Ach so, warte mal. Wir könnten natürlich noch ein Schild drauf machen, dann überlebt er. Das machen wir, ne? Machen wir das? Jo. Wing. Sowas. Spielen wir noch so ein? Ja. Sollen wir uns noch heilen? 6 Leben, ich meine. Was? Ich habe ja gesehen, viele Leute heilen damit ihre Minions, aber. Heilen wir uns ein bisschen.
So, und jetzt haben wir mal einen richtig eindeutigen Vorteil. Außer er spielt jetzt einen Flamestrike. Dann ist hier eigentlich wieder fast vorbei. Aber sieht nicht danach aus. Gut, jetzt haben wir natürlich nicht so viel Angriffspotenzial. Auf dem Board. Auf dem Board. Wir spielen eine Venge auf jeden Fall. Und, warte mal, 3 plus 3. Wir könnten das Ding loswerden, möchten wir aber nicht. Wir machen einfach mal hier so ein bisschen Schaden. Wir spielen auch noch den hier. Den Deathlord spiele ich jetzt gerade nicht, weil wir wollen das ausnutzen, dass er quasi kein Board hat oder kaum Board. Wenn er den tötet, kriegt er irgendwie einen random Minion aus seinem Deck aufs Board und das möchten wir nicht. Oh. Oh. Okay, wer kriegt die dicke Kohle, die dicken Penunzen? Polymorph, fuck you! Oh. Okay, aber... Kacke, jetzt hätte ich keine... Ich will ihn schon loswerden, ne? Also erstmal sowas, ziehen wir eine Karte. Schwing. Naja, könnten wir jetzt silenzen. Dann hätte der nur einen Angriff und dann überlebt. Ich meine, komm, was sollen wir uns jetzt das Silence noch großartig aufheben? Was sollen wir uns das jetzt noch großartig aufheben? Zack, zack. Das war jetzt gar nicht so schlau. Und jetzt spielen wir mal den Deathlord. Jetzt spielen wir mal den Deathlord. Jetzt muss er den erstmal irgendwie kaputt machen. Er hat nur eine Karte. Wenn die jetzt ein AOE ist, ist das blöd. Aber hey, trotzdem immer noch Vorteil. Cone of Cold, gut gespielt. Wir haben eins, zwei, ja, wir haben drei Potenziale auf dem Board. Das heißt, wir brauchen noch 6 Schaden. Das, 4 Schaden, auch nicht schlecht. Machen wir aber, verteilen wir aber, ne? Ich bin so ein Verteiler. So, Digga. Jetzt sieht's zappenduster für dich aus. Jetzt sieht's, also ich finde schon, dass es zappenduster aussieht. Sag mal, ist das gerade das erste Spiel, was wir machen, diese Folge? Kann das sein? 17 Minuten? Wie viele Karten haben wir noch? 5! Crazy shit. Crazy shit. Da kommt Blessing of Wisdom. Wieso war ich jetzt noch dran? Hat er aufgegeben und dann nochmal seine Runde beendet? Oh yay, 40 Gold, cool. Müssen wir jetzt noch ein Spiel machen? Ja, ne? Das war das erste Spiel. Die Regel heißt, 2 Spiele mindestens. Krass. Na gut, na, finde ich jetzt nicht so schlimm. 3 zu 0. 3 zu 0 mit diesem eigenartigen Deck. Was wirklich eigenartig ist. Warte, ach shit, jetzt wollte ich gucken, ob wir Concentration haben. Ich erkenne das hier nicht. Der kostet 4. Das müsste also davor... Ah shit, ich weiß es nicht. Ich wüsste es gerne. Ah, jetzt, guck mal, jetzt ist ein Priester. So, behalten wir den White Pyromancer, ist die Frage. Avenge würde ich gerne behalten. White Pyromancer für die Combo lassen wir mal weg erstmal. True Silver Champion ist eine gute Sache. Fan Creeper. Naja, gut. Gibt bessere Karten, aber... Was heißt bessere Karten? Das ist eine gute Karte, wie ich finde. Es ist nur blöd, jetzt für den Anfang wäre natürlich was besser gewesen, was ein bisschen billiger gewesen wäre. Es ist... Manchmal will man sich Sachen wünschen und ruft dann auch den Weihnachtsmann an und dann sagt man, hey, Porsche. Und dann sagt er, Entschuldigung, wer ist da? Und dann sagt man, Porsche. Ach so, ich bin's, Fischkopf. Und dann sagt er, Fischkopf, ha. Dass du hier anrufst, wundert mich jetzt gerade ein bisschen, ne? Also, wieso das denn? Naja, haha, du stehst ja auf meiner Arschlochliste, Freundchen. Du kannst dich gleich wieder verpissen. Aber Weihnachtsmann! Wenn ihr versteht, was ich meine. So, der spielt tatsächlich ein Zombie-Cho, ne? Der spielt tatsächlich, spielt der ein Zombie-Cho. Und tradet jetzt erstmal fröhlich und herzhaft. Es war gar nicht so schlau, jetzt den Ding zu spielen. Wahrscheinlich hätte er mich sonst jetzt spielt er den Pyromancer! Finden wir das gut? Vor allem spielen wir den Acolyte of Pain? Nur damit wir eine Karte daraus ziehen, komm, wir machen mal sowas hier. Obwohl, ich hätte noch einen Token spielen sollen, hätte der Twilight Drake gleich mehr Leben gehabt. Das ist, guck mal, das sind die Fehler, die Menschen machen auf der Welt.
Guck mal, wie er hier schön am Traden ist. Jetzt kommt noch ein Zauber. Jetzt sterben hier alle. Ja, das war nicht gut gespielt von mir. Das sehe ich ein. Das sehe ich total ein. Warum nicht? So, und der hat jetzt nur 1, 3, 4, 5, 6 Leben, wenn ich ihn spiele. Das ist ein Problem in vielen Ländern dieser Welt. Könnten ihn nachher nochmal zurückholen, falls es nötig wird. Komm, wir probieren es einfach mal. 5 Leben! Ich hab mich tatsächlich verzählt. Ich habe mich verzählt, Mama. Sehr, sehr ungünstig gelaufen. Diese Situation. Kriegen wir ab! Ich wollte die Spinne noch kriegen, ja, und schade. Oh, hallo, Sunwalker. Ich überlege gerade, ob wir den hier kaputt machen. Indem wir den Twilight Breaker reinhauen und ihn dann mit dem True Silver Champion vernichten. Gibt es irgendwas Staures, was wir machen können? Ich finde... Ja, wir machen es so. Ich will den hier loswerden. Das heißt, der Twilight Drake hat damit viel zu wenig Leben übrig. Zum Glück können wir noch einen Taunt, der nicht unbedingt was bringt. Wir haben aber auch noch einen Avenge auf Tasche. Und wir schauen mal, was passiert. Der Taunt könnte ganz schnell kaputt gehen durch einen Shadowward Pain. Aber er spielt einen Tempel in Force Rush. Shit. Sieht für uns gerade nicht so gut aus. Wobei jetzt schon. Jetzt schon. Den werden wir los. Aber eigentlich wollen wir den hier loswerden. Jetzt ist die Frage, was machen wir. Okay. Also wir können das machen. Wir können das machen. Wenn wir jetzt den hier spielen. Ne, dann ist er tot. Wir könnten ihn zurückholen. Wenn wir den spielen, den zurückholen. Dann haben wir noch 4 Karten. Das heißt, er hat dann wieder 5 Leben. Aber kann dann nicht angreifen. Schwierig. Schwierig. Oder wir spielen Sunwalker. Wobei der wiederum... Ne, der hat 4 Angriff. Oh, ich würde gerne die beiden spielen. Weil wenn wir jetzt den hier darauf machen, den kaputt machen, hat er immer noch seinen 3-6er, der hier reingeht. Und dann, verstehst du? Sunwalker FTW? Nope. Nope. Acolyte of Painion? Ne, warte mal. Ich bin natürlich... Okay, schnell. Oh, fuck. Ach, fuck. Ich bin... Nein! War Absicht. Genau so habe ich mir das gedacht. Genau so. Ich meine, er kann den jetzt nicht töten, den Brewmaster, außer er hat noch irgendwie direkten Schaden. Elfenarcherin oder so. Bla 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 bla. Nein. Oh nein. Oh, das ist uncool. Den wollte ich nämlich noch benutzen, um mit der Combo hier den hier kaputt zu machen. Aber nee, wir... Oh shit, was ist hier schon wieder los ist, ne? Die traden sich gegenseitig weg. Und, Sunwalker oder erst noch ein Fancreeper? Ich glaube erstmal Fancreeper, oder? Damit er da sein komisches Removal draufhaut, welches es immer auch sein mag. Und danach spielen wir dann nochmal... Oh shit, ich bin sehr hin und her gerissen. Sehr hin und her. Sehr, sehr hin und her gerissen. Wenn wir dem hier +4/+4 geben, hat er 9/8, aber dann haut er da wieder sein Shadow of Death rauf, dann ist es hier, dann ist es, das macht keinen Sinn. Ja, dann lass uns das doch so machen. Sehr schade, dass die
dass sie jetzt getradet haben quasi. Also, dass die sich gegenseitig ausgelöscht haben. Ich hätte den gerne behalten, Brewmaster. Aber gut, jetzt schauen wir mal. Ich meine, es ist alles noch im Bereich des Möglichen. Und ich muss an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen. Ich finde es echt, also mal was an, also was anderes zu spielen als Zoo macht total Laune, weil Zoo ist immer so, ah, oh, diese kleinen Pipifax-Karten, die irgendwie keine Variation haben, einfach nur auf die Schnauze und so. Das macht echt Laune. Also da gibt's ja so abgefahrene Spielzüge, ne? Gerade als Rogue oder als Priester, da muss man mal gucken, ne? Ach shit, okay, das Ding muss ich loswerden. Ganz dringend. Aua. Jetzt heilt er den, ne? Shit, okay, aber auf 5. Das ist wiederum gut. Und jetzt können wir den nämlich damit kaputt machen und den darauf, um den zu... Ah, siehst du? Siehst du? So, den da drauf haben wir gesagt. Den da drauf. Und schon... Und schon haben wir Board. Control. Board. Es war das Board Control des Todes. Quadrat. XP. So, was machst du jetzt, Kollege? Was ist dein Plan? Hast du was? Ich meine, du hast viele Karten. 7 Stück. Ja. Zieht auch noch 15 Karten. Du hast 4 Karten schon mehr gezogen als ich. Aber. Okay. Das sind Karten. Da freut man sich. Da freut man sich, wenn man die zieht. Ja, sorry, Digga. Tut mir wahnsinnig leid. Gut, schade. Der andere wäre. Hätte mir jetzt besser gefallen. Spielen wir noch ein Acolyte. Und gehen wir ins Gesicht. Sollen wir den jetzt hier noch irgendwie. Ja, können wir immer noch nächste Runde machen. Und wir haben weiterhin Board Control. Wenn er jetzt... Oh! Das ist ja ärgerlich. Das ärgert mich jetzt ein bisschen. Aber mein Kodo hat jetzt dicken Sack. Insofern alles gut. Mein Kodo hat jetzt dicken Sack. Dicken Sack hat mein Kodo. Könnte das bitte jemand zum Song verarbeiten? Mein Kodo, mein Kodo hat jetzt dicken Sack. Okay, das war jetzt nicht so gut. Ich überleg mal nochmal, wie wir das schneller und cooler machen. Wir töten das. Wir töten das. Töten wir auch das Kodo? Nö, solange wir hier den Sunwalker draußen haben, gehen wir ins Gesicht. Jetzt bin ich gespannt. Kommt jetzt gleich eine Holy Nova? Also richtig perfekt, wenn eine Holy Nova für ihn jetzt nicht, ne? Oh, snap! Shit. Haben wir gerade erst 10 Mana gekriegt oder sind wir schon länger in der 10 Mana Phase? Frage ist halt, hätte ich drum rumgespielt, hätte ich... Wäre ich schlau gewesen. Das ist die Frage hier. Ja gut, können wir loswerden. Wird teuer. Aber können wir loswerden. Fucking Sunwalker, Bitch, von meiner. Ungerne, aber ich muss das jetzt machen, damit irgendwie irgendwas hier überlebt. Shit, ey. 10-7. Damit hätte man jetzt auch anderen Shit machen können. So, spielen wir den jetzt. Wenn er den tötet. Mit, Sachen. Ja, ich will's riskieren, damit der... Ich meine, unter Umständen überlebt er dann und dann machen wir 10 Schaden instant. Das glaube ich nicht. Er wird ihn irgendwie töten können. Mit seinen 28 Karten 6 sind's. An der Zahl. Aber wenn nicht, wenn diese kleine Chance besteht, dass der überlebt, dann nehmen wir die doch. Dann tun wir die hier in diese Tasche rein. Guck, da kommt schon irgendwas, was den Ghoul kaputt macht. Nee. Also doch, aber hat er jetzt noch 2 Attacke? Hat er jetzt noch einen Holy Smite oder so? Eine Holy Nova, ja, das macht Sinn. Nee, klar. Also für ein AOE.
für einen Flächenschaden jetzt an mehreren wäre es natürlich super viel besser gewesen. Da freut man sich immer mehr, aber das hat es auf jeden Fall. Guck mal, er hat jetzt 18 Leben wieder. Das ist crazy shit. Dann müssen wir gucken, dass wir jetzt da zurechtkommen. Zum Glück können wir uns auch ein bisschen heilen jetzt. Alter, was für ein viel zu glückliches Hass! Oh. Bin echt sauer, ne? Vor allem, weil wir jetzt irgendwie, wir sind jetzt auch gezwungen, quasi das Board zu clearen. Wenn er das nicht eh schon irgendwie macht. Und wir können nicht ins Gesicht gehen. Hätte er jetzt noch 14 Leben, würde ich es trotzdem auch immer noch safe spielen. Ah. Sehr, sehr spannende Runde. Wobei, jetzt haben wir keine Karten mehr. Und jetzt macht der Shit. Und er hat noch eine Holy. Okay, das war's, Leute. Das Spiel ist vorbei. Er hat's gedreht. Ich dachte, wir gewinnen das. Ich dachte, wir gewinnen das. Aber wir haben jetzt eigentlich keine Chance mehr. Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch ziehen könnten. Was da jetzt noch großartig eine Wende bringt in diesem Spiel. Also eine Rückwende. Weil es gab ja schon mal eine Wende. Ja, natürlich. Natürlich trifft das Fass. Da genau rein. Noch ein Demolisher. Zwei Demolisher in einem Arena-Deck. Das ist ja interessant. Ja, das Spiel ist vorbei, Leute. Es ist fucking vorbei. Wie hat er das gemacht? Wie hat er das gemacht? Mit seinem fucking Mind-Control. Hätte ich nämlich den Sunwalker behalten, wäre jetzt alles gut gewesen. So, jetzt noch... Ja, guck mal. Jetzt bräuchte ich nämlich noch ein Equality. Haben wir eins im Deck? Ich glaube, ja. Haben wir eins im Deck? Ich glaube, ja. Aber den jetzt spielen... Nee. Der ist dann halt gleich tot, ne? Das möchten wir nicht. Hat er jetzt schon Lethal? 6, 8, 9, 10, 11. Ne. Also vielleicht. Vielleicht hat er noch irgendwas Zaubermäßiges dabei. Zwei Holy Smite. Oh. Ja, gib dem mal noch ein bisschen Leben. Also was ich jetzt gerne ziehen würde, wäre Equality. Auch wenn ich dann nicht mehr gewinnen kann. Würde ich mich sehr freuen. Über eine Quality. Komm schon. Nein. Vielleicht ziehen wir doch noch ein. Warte mal. Drei Schaden machen. Würden wir jetzt an ihr machen wollen, damit sie auch stirbt, ne? Falls wir jetzt eine Quality ziehen. Ich meine, das Ding ist eh verloren. Insofern. What the fuck? Oh mein Gott. 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 Okay, können wir das irgendwo in so eine Compilation machen, bitte? Gibt's eine deutsche Compilation? Gibt's da irgendwie sowas? Darf ich das irgendwo einreichen? Wollt ihr das machen? Also, falls ihr das machen möchtet, macht's bitte. Was war das denn bitte für ein krasser Moment? Wo dann plötzlich tatsächlich Equality kommt. What? Okay, jetzt haben wir zwar verloren. Aber das macht nichts. Komm, wir ziehen jetzt noch irgendwie einen Taunt. Nee, tun wir nicht. Okay, schade. Schade. Ah, fuck. Okay, aber das Equality war richtig geil. Dafür hat sich dieses Spiel gelohnt. Oh. Da kommt da wirklich, da baut er sein Board auf. Des Todes. Da ging gar nichts mehr. Da ging überhaupt nichts mehr. Meinerseits. Und plötzlich mache ich das alles zunichte. Alles kaputt. Oh, und aufgestiegen. Level 40. Kriege ich eine Karte. Ah, oh, oh, ein True Silver Champion in Gold. I love that shit. Okay, warte mal. Jetzt haben wir hier ein 3 zu 1. Und ich werde nochmal hier ganz schnell in meinem Parler-Deck. Sowas vergesse ich sonst immer, weißt du? Nehmen wir mal den True Silver Champion raus. Wo ist er denn? Da. Und wir tun den goldenen rein. Yeah, baby. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich fand es total abgefahren. Wenn es euch gefallen hat und ihr das auch ziemlich krass fandet mit dieser Quality, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.
Erna, du wirst es nicht glauben.